Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund. Alle Pastoren, Theologen und Gemeindemitglieder, die Sie an dem Shinseonji Online-Seminar teilnehmen, es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin für die Moderation zuständig, Lehrer Gichol Hong. Das letzte Geheimnis der Bibel, was man unbedingt kennen und auch bewahren muss, die Weissagung der Offenbarung und die Worte der erfüllten Realität werden auch heute über YouTube in 12 Sprachen zeitgleich ausgestrahlt. Dank des Vorteils, dass man das überall frei hören kann, stößt es nicht nur in Südkorea, sondern in der ganzen Welt auf reges Interesse. Je öfter man damit in Berührung gekommen ist, desto schwieriger war, die Offenbarung zu verstehen, aber diese Worte, die werden immer klarer und auch die Erkenntnis nimmt immer mehr zu, sodass überall auf der Erde diese Gnade unseres Vatergottes auch erlebt wird, dafür ihm auch eine Herrlichkeit in den USA, Kanada, Südafrika, Kenia, Uganda und so weiter. In allen Ecken und Winkeln der Welt ist es so, dass man mit diesem Seminar in Berührung kommt und dass die Gemeinden, die damit in Berührung gekommen sind, mit Shinseonji MOUs schließen. In der ganzen Welt wird es auch in den Medien der 199 Länder der Welt berichtet. Und dieses Seminar ist in der Religionswelt auf der ganzen Erde gerade ein sehr großes Thema. Auch heute möchte ich unserem Vater Gott Dank und Herrlichkeit darbringen, der uns diese kostbaren Worte des Lebens erlaubt. Wir wollen einmütig zu Gott beten. Vater Gott, wir danken dir und sind dir dankbar. Heute dürfen wir das Shinseonji Online-Seminar über das Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung deines neuen Bundes weltweit eröffnen, dass du dabei mit uns bist für diese Gnade. Danken wir dir und bringen wir die Herrlichkeit dar. Gemäß den Worten, die du in Offenbarung 22, Vers 16 vorhergesagt hast, gibt es den Hirten der Verheißung, den Jesus im Neuen Testament für die Gemeinden gesandt hat, und die 12 Stammesleiter, die auch von diesem Hirten der Verheißung, dem Versammlungsleiter von Shinseonji gelernt haben, sie bezeugen gerade offen die Worte über Vorhersagen und erfüllte Realität der Offenbarung. Heute werden wir, nachdem wir letztes Mal bei Offenbarung 20 gelernt haben, durch den Johannes-Stammesleiter bei Offenbarung 21 lernen. Da du Gott mit uns bist, lass diese Veranstaltung etwas sein, wo du alle Helligkeit bekommst. Und bitte sei du mit dem Johannes-Stammesleiter, der diese Worte anvertraut bekommen hat, dass er mit der Kraft des Heiligen Geistes das Geheimnis des Himmelreichs, das in Offenbarung 21 enthalten ist, offen bezeugen kann, dass alle Pastoren und Theologinnen und auch alle Gemeindemitglieder, die diese Worte hören, große Gnade und Liebe von dir erfahren, dass sie diese kostbaren Worte gut hören und erkennen können und dass sie dir in dieser Stunde alle Herrlichkeit darbringen. Im Namen Jesu haben wir inständig gebetet. Amen. Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund. Heute wollen wir im Anschluss an die vergangene Stunde, im Anschluss an Offenbarung 20, die Worte von Offenbarung 21 bezeugt bekommen. Wir wollen schauen, der Johannes-Stammesleiter Kiwon Lee, der Shinseonji-Kirche Jesu, wird uns heute die Worte des Lebens Gottes bezeugen. Wenn Ihnen auch heute die Weissagung und die Realität der Offenbarung klar und deutlich bezeugt wird, dann hoffe ich, dass Sie auch große Erkenntnis mitnehmen und dass das Licht der Wahrheit in Ihren Herzen hell erstrahlt und es eine kostbare Stunde für Sie wird. Dann wollen wir dann den Johannes-Stammesleiter Kiwon Lee nach vorne bitten, der uns die Worte verkündigen wird. Ich bitte um großen Applaus. 안녕하십니까? 저는 Guten Tag, sind Sie wohl auf? Ich bin unter dem Namen von Johannes, dem Jünger Jesu, aufgestellt worden. Mein Name ist Kiwon Lee. Heute wollen wir im Anschluss der vergangenen Stunde über Offenbarung 21 lehren. Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund. Es handelt sich um Offenbarung 21. Die Überschrift zu Offenbarung 21 lautet, wie Sie auch hier sehen können, der verheißene neue Himmel und die neue Erde, Shinseonji. Bevor wir in den Haupttext einsteigen, möchte ich Offenbarung 21 zusammenfassen. Als erstes geht es um den ersten Himmel und die erste Erde und das Meer, die vergehen. Danach werden der neue Himmel und die neue Erde erschaffen. Als zweites
kommt die heilige Stadt, das neue Jerusalem, auf den neuen Himmel und die neue Erde herab, sodass der Tod ein Ende nimmt und das ewige Leben zustande kommt, steht geschrieben. Und als drittes heißt es, dass der, der überwindet, zum Sohn Gottes gemacht wird und das Erbe empfängt. Das wurde so niedergeschrieben. So, diese Inhalte wollen wir uns eins nach dem anderen anschauen. Wir wollen zunächst einmal Offenbarung 21, Vers 1 bis 4 lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, gut gelesen. So, in Offenbarung 21, Vers 1 bis 2 sehen wir, da wird gesagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, das neue Jerusalem, kommt von Gott her aus dem Himmel herab, steht geschrieben. So, das heißt, es gibt einen ersten Himmel und eine erste Erde, die vergehen, und einen neuen Himmel und eine neue Erde, die neu erschaffen werden. Was ist wohl die Bedeutung davon? Als erstes, zu dem ersten Himmel und der ersten Erde, die vergehen. So, die Bedeutung davon ist, Himmel und Erde aus Moses Zeit. In 2. Mose 25, Vers 8 bis 9 und auch in Hebräer 8, Vers 5 können wir sehen, dass Mose das Himmlische gesehen hat und genau danach auf dieser Erde etwas erschaffen hat. Das steht dort geschrieben. So, was ist dann das Himmlische, was Mose gesehen hat? Das war eben die Stadt Jerusalem der geistlichen Welt. Diese Stadt Jerusalem der geistlichen Welt ist eben der Himmel. Mit anderen Worten, das ist dann der erste Himmel. Und so hat Mose diese Stadt Jerusalem der geistlichen Welt gesehen, den ersten Himmel, und auf diese Erde hat er das genau danach gebaut. Und das war dann nichts anderes als die 12 Stämme von dem fleischlichen Israel. Das war eben die erste Erde. Und das ist dann eben die Stadt Jerusalem dieser Erde. Das heißt, er hat die Stadt Jerusalem des Himmels gesehen und auf dieser Erde etwas geschaffen. Und das waren dann die 12 Stämme von dem fleischlichen Israel. Das heißt, das Jerusalem dieser Erde. Aber dieses fleischliche Israel, die 12 Stämme, haben mit Gott den Bund gebrochen. Sie haben heidnischen Göttern gedient und so ist der Bund mit Gott zerbrochen. Und so hat Gott sie auch verlassen. Das heißt, letzten Endes hat die fleischliche Stadt Jerusalem ein Ende genommen und jetzt musste ein neues Jerusalem geschaffen werden. So, ein Grund ist entstanden, oder? So, über diese Stadt des neuen Jerusalems gibt Jesus jetzt beim ersten Kommen eine Verheißung, und diese Worte finden wir in Johannes 14, Vers 2 bis 3 genau geschrieben. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nichts wäre, hätte ich euch gesagt, dass es so wäre, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin, hat er gesagt. So, Jesus, er hat auf dieser Erde das, was im Alten Testament verheißen war, erfüllt und geht dann von dieser Erde in die geistliche Welt. Aber ein Grund dafür, dass er in die Welt der Geister geht, ist eben, um eine Stätte zu bereiten, sagt er. Und wenn diese Stätte bereitet ist, dann, sagt er, kommt er wieder. Diese Stätte ist eben das, was für den neuen Himmel steht. So, jetzt gibt es also den neuen Himmel und die neue Erde, die neu erschaffen werden. Das schauen wir uns jetzt an. So, die Bedeutung von dem neuen Himmel zunächst einmal, der neu erschaffen wird, ist Jesus und die 12 Jünger, die zu den Grundsteinen geworden sind, sodass dann die heilige Stadt, das neue Jerusalem, gebaut wurde. Das ist dann eben der neue Himmel. Zur Moses Zeit gab es ja den ersten Himmel, um es davon zu unterscheiden, wird es als neuer Himmel bezeichnet. Mit anderen Worten, Jesus und die 12 Jünger haben diesen Tempel der geistlichen Welt erschaffen, das Himmelreich der geistlichen Welt. Und das ist eben die heilige Stadt, das neue Jerusalem, und das wird als neuer Himmel bezeichnet, könnte man sagen, um es von
dem Jerusalem, dem ersten Himmel zu Moses Zeit zu unterscheiden. Aber dieser neue Himmel, der hier so erschaffen wird, die heilige Stadt aus Jerusalem, kommt vom Gott, vom Himmel her herab, wurde gesagt. Und Jesus hat ganz klar gesagt, wenn die Stätte bereitet ist, dann kommt er wieder, oder? So, das heißt, worauf kommt das dann wohl herab? Diese Worte finden wir in der Bibel, die Antwort finden wir in der Bibel. In Matthäus 6, Vers 10, da hat Jesus gesagt, so wie es im Himmel erfüllt worden ist, so erfüllt es sich auf der Erde. Das heißt, man sieht jetzt das Himmlische und auf dieser Erde wird es genauso erschaffen. Und an diesen Ort kommt dann jetzt Gottes Reich herab, oder? Das heißt, die heilige Stadt aus Neu-Jerusalem, der geistlichen Welt, dieses Himmelreich sehen wir. Das ist dann das, wovon die 12 Finger von Jesus die Grundsteine geworden sind. Das heißt, dass dementsprechend dann auch die geistlichen Namen der 12 Finger von Jesus genauso auf dieser Erde dann geschaffen worden sein müssen an einem Ort, oder? So ein Ort muss es dann geben. Und das sind dann eben die 12 Stämme von dem neuen geistlichen Israel von Offenbarung 7. Die 12 Stämme, die den geistlichen Namen der 12 Jünger Jesu haben, das sind dann die 12 Stämme, und das wird dann zu der neuen Erde. Und die heilige Stadt, das neue Jerusalem des Himmels, kommt dann auf diesen Ort herab, auf das neue Jerusalem dieser Erde, der genauso erschaffen worden ist, wie das, was im Himmel gesehen wurde. Dass es als neue Erde bezeichnet wird, ist auch wieder, um diese Differenzierung zu schaffen zu dem, was von Moses Zeit ist. Das heißt, jetzt der erste Himmel und die erste Erde vergehen zu der Zeit der Offenbarung. Da werden dann der neue Himmel, neue Erde erschaffen, oder? Sodass diese zwei dann letzten Endes eins werden. So. Das heißt, von Grundlegung der Welt an bis jetzt, was da alles gegeben hat, das nimmt jetzt alles in Offenbarung 6 ein Ende. Und ab Offenbarung 7 wird dann etwas Neues erschaffen. Das heißt, bis Kapitel 6, ist das letzten Endes dann alles die vorherige Welt. Das alles wird dann aber abgeschlossen, dass dann in Kapitel 7 ein neues Reich Gottes geschaffen wird. Und durch Jesus, der heilig und rein ist, vom Himmel her, wird dann das Jerusalem geschaffen, wovon dann auch die 12 Finger zu den Grundsteinen geworden sind. So wie auch die heilige Stadt des Neuen Jerusalem geschaffen wurde, so wird es dann auch auf dieser Erde erschaffen, dass alles jetzt in der Zeit der Offenbarung ein Ende nimmt von der vorherigen Welt und es neu erschaffen wird. Und so müssen wir Gläubigen auch dem Wort folgen. Das heißt aber, die heilige Stadt des Neuen Jerusalem des Himmels kommt auf diesen Ort herab, auf die 12 Stämme von dem neuen geistlichen Israel. Das heißt, der Ort, wo es dann auch diese 12 Stämme von dem neuen geistlichen Israel gibt, die nach den Jüngern Jesu benannt worden sind, ist eben Shincheonji, nur dieser eine Ort. Das heißt, das wird dann die Realität, die sich wie im Himmel so auf Erden erfüllt hat. Und hier wird dann auf jeden Fall dann zu 100% bezeugt, dass das das Himmelreich ist, oder? Deswegen unsere geliebten Pastoren und auch alle Theologen und Gemeindemitglieder, werden Sie alle dieser neuen Erde zugehörig, dass sie dann mit Gott zusammenleben können, dass sie diese kostbare Qualifikation und diesen Segen dann auch alle genießen können. Das wäre wirklich schön. So, dann zum zweiten Punkt. Auch das Meer ist nicht mehr, wurde gesagt. So, es wurde gesagt, das Meer verschwindet. So, die Menschen der Welt, die denken dabei Meer. Das ist dann tatsächlich Meerwasser, aber dieses Meer ist nicht damit gemeint. In Daniel 7, Vers 3 und Vers 17 können Sie sehen, dass die Bedeutung des Meeres die Welt ist. Das steht dort geschrieben. In Daniel 7, Vers 3, da heißt es, dass 4 große Tiere aus dem Meer herauskommen. Aber in Daniel 7, Vers 17 sehen wir, dass das bedeutet, dass von der Erde, von der Welt her, 4 Könige aufstehen. Das heißt, das Meer steht für die Welt, oder? Und wenn wir in Offenbarung 13 schauen, da sehen wir, dass aus diesem Meer ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern hervorkommt, der Zerstörer kommt hervor. Das heißt, das Meer ist dann für die Welt stehend, wo der Zerstörer ist. Das heißt, die Bedeutung von Meer ist dann die Welt oder auch der Zerstörer, mit anderen Worten dann auch Babylon. Und so sehen wir in Offenbarung 2 und 3, da wird es als Nikolaiten bezeichnet, und in Offenbarung 13 dann als das Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und letztendlich ist dann die Realität davon eben das, was wir hier sehen. Das heißt, die 7 Köpfe und die 10 Hörner, dieses Tier, diese bilden dann den Zerstörer, Babylon. Und dass dann gesagt wird, dass es das Meer nicht mehr gibt, das bedeutet letztendlich, Endes, dass es diese Zerstörer und auch diese Welt der Zerstörer nicht gibt, weil das gerichtet wird und vergeht. Das ist das, was die Bibel uns sagt und was auch erfüllt wird. Das müssen wir wissen.
So, dann schauen wir weiter. Ja. Wenn Sie dann in Vers 3 und 4 schauen, da heißt es, dass das Zelt Gottes bei den Menschen, mit den Menschen ist. So, dieses Zelt Gottes, von dem hier die Rede ist, das ist das, was wir in Vers 1 und 2 gesehen haben. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, ist damit gemeint. So, das haben wir vorhin gelernt, oder? Neuer Himmel hatten wir ja gelernt. Und Jesus und die zwölf Jünger, das bilden, die zwölf Jünger sind ja zu den Grundsteinen geworden. Durch die zwölf Jünger ist das erschaffen worden, der Tempel der geistlichen Welt, das Himmelreich der geistlichen Welt. So, dieses Reich Gottes, das ist jetzt mit den Menschen zusammen. Das heißt, diese Menschen sind dann Gottes Volk. So, dieses Volk Gottes, es ist dann bei diesen zwölf Stämmen, die nach den zwölf Jüngern Jesu benannt worden sind, genauso wie es im Himmel erfüllt wurde, ist das auf dieser Erde erschaffen worden. Das ist dann Gottes Volk. In Offenbarung 7, Vers 15 können wir sehen, dass Gott über ihnen sein Zelt aufschlägt. Da kommt dieser Ausdruck wieder vor. Das sind genau die 144.000 und die weiße Schar. Das heißt, die zwölf Stämme von dem neuen geistlichen Israel, die damit gemeint sind. So. Und jetzt sehen wir, dass Gottes Zelt, das heißt, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, auf Gottes Volk herabkommt, zu den zwölf Stämmen von Tintansi, zu den zwölf Stämmen des neuen geistlichen Israels und eins damit wird. So, wenn sie dann eins werden, was passiert denn wohl? Es wird etwas Gutes passieren, oder? Die Folge davon kommt nämlich in Vers 4 vor. Gottes Zelt ist mit den Menschen und die Folge davon ist, dass der Tod ein Ende nimmt. Es gibt keinen Tod mehr und auch Geschrei, Wehklagen, Schmerzen, das alles ist vergangen. Das Erste ist vergangen, wurde gesagt. Da der Tod ein Ende genommen hat, erfüllt sich ewiges Leben, oder? Und das ist genau das Werk der Wiederherstellung Gottes. In 1. Mose 6, Vers 3, da hat Gott jetzt wegen dem Sündenfall Adams und weil der Mensch Fleisch geworden ist, sie verlassen müssen, wurde gesagt. Gott, der das Leben ist, ist weggegangen, sodass dann der Tod über diese Erde gekommen ist. Und wenn wir dann dort schauen, da heißt es, dass dann die Lebensspanne des Menschen auf 120 begrenzt wurde. Und die Welt wurde dann vom Tod beherrscht. Aber das ist das komplette Gegenteil von dem, was Gott sich wünscht, oder? Gott, der fortgegangen ist, wollte wieder in allem sein. Das steht auch in 1. Korinther 15, Vers 27 bis 28. Aber der heilige Gott kann nicht mit dieser sündhaft bösen Welt und den Menschen, der wegen der Sünde verunreinigt wurde, zusammenleben. Aber da sich jetzt der ganze Plan Gottes erfüllt, ist es so, dass jetzt in dieser letzten Zeit Menschen erscheinen, die aus dem Samen Gottes geboren sind und geerntet worden sind. Und Menschen, die versiegelt sind, die 144.000 und auch eine unzählbare weiße Schar, die durch Jesu Blut Sündenvergebung bekommen hat. Dadurch, dass das erschaffen wird, ist es so, dass die zwölf Stämme des neuen geistlichen Israels Gottes Volk auf dieser Erde erschaffen werden, sodass Gott jetzt mit diesem Volk Gottes dann auch gemeinsam sein kann, oder? Und so sehen wir, dass Gott, der fortgegangen ist, jetzt nach 6000 langen Jahren wieder zurückkehrt. Und dieser Gott und das Himmelreich der geistlichen Welt sind dann mit dem Volk Gottes gemeinsam, sodass jetzt der Tod ein Ende nimmt und das ewige Leben sich erfüllt. Liebe Zuhörer, das Ziel von uns Gläubigen ist Himmelreich und ewiges Leben. Dann sollten sich diese Worte doch unbedingt an mir erfüllen, oder? Deswegen lassen Sie uns auch nach diesen Worten unseren Glauben leben. In Offenbarung 7 wurde gesagt, diejenigen, die in der letzten Zeit errettet werden, sind lediglich die 144.000 und die unzählbare weiße Schar. Und so sollten wir unbedingt da dazugehören, das heißt unbedingt in den neuen Himmel hineingehen und dann auch unbedingt selbst errettet werden, sodass wir dann mit Gott gemeinsam sind und ewiges Leben sich dann auch an mir erfüllt, dass sie alle diesen riesigen Segen bekommen, dass sie alle an diese Hoffnung angelangen. Das ist etwas, wofür ich wirklich inständig beten möchte. So, dann wollen wir jetzt auch den Inhalt von Offenbarung 21, Vers 5 bis 6 gemeinsam lesen und uns anschauen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Ja, gut gelesen. So, wenn wir in Vers 5 schauen, da wird gesagt, siehe, ich mache alles neu. Das heißt, warum muss wohl alles neu gemacht werden? Wenn es doch sauber und gut wäre, dann würde man doch das, was intakt ist, jetzt nicht neu machen müssen.
Das heißt, der Grund dafür, dass das neu gemacht wird, ist, weil diese 6000 Jahre über, wo Gott fort war, diese ganze Schöpfung 6000 Jahre lang zu Satans Gestalt und Denken verseucht wurde und komplett verkommen ist. Ursprünglich war das etwas, was Gott erschaffen hatte, seine Geschöpfe, aber das wurde dann verseucht durch Satans Gestalt und Denken, sodass es dann wieder zu Gottes Gestalt und Bild, zu seinem Denken, dann geheilt wird. Das wird deswegen gesagt, oder? Und wenn wir in Vers 6 schauen, sehen wir, dass Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und er sagt, dass jetzt die ganzen in der Offenbarung niedergeschriebenen Worte alle geschehen sind, erfüllt sind. So, Alpha und Omega sehen Sie hier am Bildschirm, oder? Das steht für Anfang und Ende, für vorher und später. Und das bedeutet eben, dass Gott zuerst etwas prophezeit, das aber dann auch erfüllt. Das heißt, Gott macht höchstpersönlich Prophezeiungen und genau nach diesen Worten erfüllt er alles heutzutage, sodass dann das Werk der Wiederherstellung Gottes erfüllt wird. Und eine Welt kommt, wo Gott herrscht, wo es dann Menschen gibt, die mit Gott gemeinsam sind, dass dieses Werk des ewigen Lebens erfüllt wird. Das erfüllt Gott auf diese Weise, oder? Und so sehen wir in Johannes 19, Vers 30, das, was die Propheten des Alten Testaments vorhergesagt hatten, das hat Jesus damals alles erfüllt, vollbracht. Genauso auch heutzutage, wie wir in Offenbarung 21, Vers 6 sehen können, auch das, was im Neuen Testament vorhergesagt wurde, das erfüllt sich alles dann in der heutigen Zeit, oder? Das heißt, das, was er sagt, das erfüllt sich auf alle Fälle. Darüber hinaus hatte Jesus beim ersten Kommen ja alles vollbracht und so sehen wir, dass seine Worte sich dann auch heutzutage jetzt alle erfüllen können. Das heißt, auch das ist etwas, was dann gemeinsam gemacht wird. Das geht miteinander Hand in Hand. Das bitte unbedingt wissen. Dann wollen wir als nächstes Vers 7 gemeinsam lesen. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Ja, gut gelesen. Wer überwindet, der wird dies erben. Ja, also dem Überwinder wird das Erbe Gottes gegeben, wird gesagt. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wer? Der überwindet. Der wird Gottes Sohn sein, wird hier gesagt. Das heißt, man muss dann diesen Überwinder finden, oder? Wer ist denn der überwindet? Es ist der Sohn Gottes, der das Erbe empfängt. Dieser Überwinder, der wird aber nicht zum Überwinder, weil er gegen irgendjemanden gekämpft hat. Kämpft man da gegen sich selbst oder gegen irgendjemand anderen? Das ist es nicht, sondern gegen die Wesen, die in der Bibel verheißen sind, muss man dann kämpfen und überwinden, oder? Das heißt, in der Bibel sehen wir in Offenbarung 12, da gibt es diese Schar des Drachen, das Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Gegen diese muss man kämpfen und überwinden, die kommen hier vor. Wegen des Wortes ihres Zeugnisses und des Blutes des Lammes hat man gekämpft und überwunden, oder? Das ist aber kein fleischlicher Kampf, sondern es ist ein geistlicher Krieg zwischen Gottes Zugehörigkeit und Satans Zugehörigkeit gewesen. Und so hat man bis in den Tod mit dem Blut des Lammes und dem Wort des Zeugnisses unter Einsatz des Lebens mit diesen Worten dann auch gekämpft und überwunden. Solche Überwinder treten dann auf. Und dieser Überwinder sehen wir in Offenbarung 2 und 3. Der ist dann derjenige, der gegen die Nikolaiten gekämpft und deswegen zum Überwinder geworden ist. Und so sehen wir, dass der Überwinder, der in Offenbarung 2 und 3 vorkommt, dann auch zwei verschiedene Segen jetzt bekommt. Und zwar genau nach der Verheißung Jesu, wo gesagt wurde, wer überwindet, wenn man überwindet, dann bekommt man das und das und das. Dieser Verheißene, Hirte der Verheißung, der tritt jetzt in Erscheinung, oder? Und das ist eben der Vorsitzende von Jinjunji heutzutage, der Vorsitzende Manhili. Er ist eben dieser verheißene Hirte, der gegen die Nikolaiten gekämpft und somit zum Überwinder geworden ist. Wenn man überwindet, werden einem 12 verschiedene Segen gegeben, wurde in der Bibel gesagt, und so hat Gott diese Verheißung bewahrt. Und so sehen wir als erstes, ist von diesen 12 Segen, der erste Segen, die Frucht vom Baum des Lebens, das zweite, der Siegeskranz des Lebens, als drittes, dass man keinen Schatten vom zweiten Tod leidet, als viertes, das verborgen gewesene Manna, sehr, sehr wichtig, oder? Das sind die Worte der Geheimnisse des Himmelreichs, das, was 2000 Jahre lang in Gleichnissen und mit 7 Siegeln verborgen war. Diese Worte der Geheimnisse des Himmelreichs, die werden jetzt, wo die Stunde gekommen ist, dann heutzutage eröffnet und jetzt einem Menschen diese offenbarten Worte zu essen gegeben. Und es wird der weiße Stein gegeben und auch der eiserne Stab,
Über alle Nationen zu herrschen und auch der Morgenstern, das ist Jesus, oder? Der Morgenstern ist mit einem und auch ein weißes Gewand wird angegeben. Man wird ins Buch des Lebens eingetragen und man wird zu einer Säule im Tempel Gottes. Man bekommt eine sehr wichtige Berufung anvertraut und man bekommt den Namen von Gott und der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem und den neuen Namen Jesu auf sich geschrieben, also bei Winter wurde gesagt. Und man darf mit auf dem Thron Jesu sitzen, wurde gesagt, oder? Das heißt, dieser Überwinder, es ist jemand, der dann die Speise des ewigen Lebens hat, der dann aber auch das Himmelreich und die Macht zu richten hat, sodass in der letzten Zeit wenn wir diese Worte erfahren wollen, diese Speise des ewigen Lebens, diese offenbarten Worte, dann müssen wir auch diesen Überwinder unbedingt treffen, der diese offenbarten Worte bekommen hat, bei dem dieses verborgene gewesene Manna ist. Und von ihm müssen wir dann diese Speise des ewigen Lebens bekommen und essen. So, das ist nämlich das, was sie jetzt gerade auch gut zu sich nehmen. Aber nicht nur jetzt sollten Sie das tun, sondern es wäre wirklich schön, wenn Sie auch in Zukunft noch detaillierter diese Worte der Offenbarung dann unbedingt sich anhören. Da wollen wir uns die Worte von Offenbarung 21, Vers 8 gemeinsam anschauen. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, gut gelesen. Wenn wir in Vers 8 schauen, ist das Fazit, dass man hier Menschen geschrieben hat, die in den zweiten Tod hineingehen. Was ist denn der zweite Tod? Wenn wir uns diesen Inhalt anschauen, ja, allein schon vom Anblick ist es ziemlich furchterregend, dieses Bild, oder? Der zweite Tod. Der erste Tod ist, dass das Fleisch stirbt, das ist der erste Tod, und nachdem das Fleisch gestorben ist, da bekommt die Seele dann die Höllenstrafe, und das ist damit gemeint. So, wir, die wir gläubig sind, wir hoffen doch auf das Himmelreich. Wir dürfen doch auf keinen Fall diese Strafe der Hölle bekommen. Aber, so wie wir vorhin gelesen haben, wenn wir da schauen, da heißt es, dass die Bibel von denen spricht, die eben in diese Höllenstrafe eingehen, und die Bibel ist kein Scherz, oder? Sondern diese Worte sollten wir auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. So, was für Menschen sind diejenigen, die in den zweiten Tod eingehen? Als erstes, die Feigen. Diese Feigen sind Menschen, die Angst davor haben, an die Realität zu glauben. Die Ungläubigen. Wenn sich diese Worte erfüllen, in der Zeit der Erfüllung, diejenigen, die dann nicht an die erfüllte Realität glauben können, sind damit gemeint. So, schauen Sie genau. In Vers 6 sehen wir, da wurde gesagt, und es wurde mir wieder gesagt, es ist geschehen. Das heißt, die Offenbarung erfüllt sich, oder? Wenn sich diese Schrift erfüllt, dann erscheinen Realität und Wirklichkeit. Das heißt, weil es ja in Vers 6 erfüllt worden ist, sind ja Realität und Wirklichkeit erschienen. Das heißt, diese Feigen, die Sie hier sehen, und die Ungläubigen, sind dann nicht Menschen, die nicht an Jesus glauben, sondern die nicht an die erfüllte Realität glauben, die Angst davor haben und die nicht daran glauben, damit gemeint. Das heißt, Menschen, die so nicht an die Realität glauben, die gehen dann in die Hölle, in den zweiten Tod, in den Feuersee. Dann gibt es noch die mit Gräuel befleckten, diejenigen, die so tun, als würden sie an den Herrn glauben, aber das nicht tun, dann Mörder, also geistlicher Mord ist damit gemeint, dann diejenigen, die andere Heilige im Glauben zu Fall bringen, Unzüchtige, diejenigen, die mit Dämonen verkehren. Zauberer, Wahrsager, das sind diejenigen, die mit falschen Weissagungen kommen. Götzendiener, das heißt, Götzen sind doch falsche Hirten, oder? Und so sollten wir doch wirklich schauen, dass wir nicht solche Menschen sind, denn auch Götzen dienen und falsche Hirten dienen oder Lügen verbreiten, dass wir doch alle Menschen, die nicht dazu gehören, nicht in den zweiten Tod gehen, sondern letzten Endes dann auch ins Himmelreich kommen. Dann wollen wir jetzt die Verse 9 und 10 gemeinsam lesen. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Ja, gut gelesen. So, wenn wir uns diesen Inhalt anschauen, so, einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, der redete mit mir und sprach, sehen Sie hier, ich will dir die Braut, sprich die Frau des Lammes, zeigen, steht hier geschrieben. Es gibt ja wieder einen Menschen, der sieht und hört, oder? Das ist dann der neue Johannes der heutigen Zeit.
So, und dieser Engel, er sagt jetzt, dass er ihm die Braut, sprich die Frau des Lammes, zeigen möchte. So, wer ist denn wohl die Frau des Lammes? Das fragt man sich, oder? Wenn wir aber in Vers 10 schauen, da wird gesagt, dass ich im Geist hinweggenommen werde, das ist dann der Engel, der vorhin vorkam, dieser Geist, und er führt auf einen großen hohen Berg und zeigt dann die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Das haben wir schon oft gehört, oder? Das ist das, was wir in Offenbarung 21, Vers 2 bereits gesehen hatten. Die heilige Stadt des Neuen Jerusalem, die vom Himmel her herabkommt auf die Erde. Das ist genau das, was in Vers 1 und 2 auch vorkam, diese heilige Stadt des Neuen Jerusalem. So, aber der Engel, er zeigt ihm jetzt die heilige Stadt des Neuen Jerusalem, sprich das Himmelreich, aber vorhin hat er was gesagt? So, schauen wir nochmal. Genau. Eben die Braut, die Frau des Lammes will ich dir zeigen, hat er gesagt, oder? Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, die Frau des Lammes ist was? Die heilige Stadt, das Neue Jerusalem ist damit gemeint. Das heißt, das Neue Jerusalem ist die Frau des Lammes. Warum wurde das wohl so ausgedrückt? So, das liegt daran, wie wir vorhin auch gesehen haben, diese heilige Stadt, das Neue Jerusalem, die besteht aus Jesus und den 12 Jüngern. Es ist der Tempel der geistlichen Welt, haben wir gelernt. So, das heißt, diese 12 Jünger, die werden jetzt hier als Frau des Lammes bezeichnet. Es sind doch Jünger, warum Frau Jesu? Das hat eine geistliche Bedeutung. So, Jesus hatte das Wort Gottes, oder? Diesen Samen des Wortes hat er den Jüngern gegeben. Das heißt, die Jünger sind dann gerade so wie in der Position einer Frau, die dann vom Mann Samen empfängt und Kinder zur Welt bringt. Das heißt, weil sie den Samen des Wortes bekommen haben, sind sie geistlich gesehen dann in die Position der Frau Jesu gekommen. Das heißt, die Jünger des ersten Kommens, sie waren dann in der Position dieser geistlichen Frau, die den Samen des Wortes Jesu bekommen haben. Und deswegen werden sie hier als Frau des Lammes bezeichnet, oder? So, und der Engel, er zeigt die heilige Stadt dem neuen Johannes, genau. Heutzutage ist es ja der neue Johannes, dem das dann wirklich gezeigt wird. So, wozu wird es ihm dann wohl gezeigt? Mit welchem Ziel? Einfach so als Sehenswürdigkeit, dass er sich das schön anschaut und dann später damit angibt, dass er das gesehen hat? Meinen Sie, das wurde ihm deswegen so gezeigt? Nein. Sondern damit in der fleischlichen Welt genauso wie in der geistlichen Welt auch so ein heiliger Ort, so eine heilige Stadt erschaffen wird. So sehen wir Matthäus 6, Vers 10, dass doch so, wie es im Himmel erfüllt worden ist, auch auf der Erde sich erfüllen soll. Genau nach diesen Worten wird in der heutigen Zeit also ein Mensch erwählt und es wird ihm das Himmelreich gezeigt. Und so wie er es gesehen hat, soll er es auf dieser Erde dann genau so erschaffen. Diese Bedeutung ist darin enthalten. Auch bei Offenbarung 4 haben Sie das genau gelernt, oder? Das Reich Gottes der geistlichen Welt, das sieht in der heutigen Zeit eine Person, in Realität der neue Johannes. Warum wird es ihm gezeigt? Damit er es genauso auf dieser Erde erschafft. So. Was ich dann Ihnen zu diesem Zeitpunkt sagen möchte. Irgendjemand muss es dann ja auf dieser Erde erschaffen haben, so wie es gesehen hat. Mit anderen Worten heißt es dann ja, wenn er das erschaffen hat, dass er es gesehen hat. Oder weil er das gesehen hat, hat er das genauso dann erschaffen, oder? So, das heißt, wenn etwas genauso auf dieser Erde erschaffen worden ist, dann bedeutet das mit anderen Worten, das ist dann der Beweis dafür, dass dieser Ort das Himmelreich ist, oder? Dann wollen wir mal Vers 11 bis 21 gemeinsam lesen und dann werde ich anhand von einem Bild das Ihnen mit einem Mal erklären. Wir lesen das mal. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israel sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß. Das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas.
그 성의 성곽의 Die기초석은 Grundsteine der Mauer der 각색 Stadt waren보석으로 mit jeder Art꾸며진데, Edelstein geschmückt. 첫째 Der기초석은 erste거북이요, Grundstein ein Jaspis,둘째는 der zweite ein남보석이요, Saphir, der셋째는 dritte ein옥수, Chalcedon, der넷째는 vierte ein녹보석이요, Smaragd, 다섯째는 홍마노요, der fünfte ein sechste는 Sardonyx, der sechste ein Sarda, 일곱째는 der황홍기요, siebente ein Chrysolith,여덟째는 der achte녹옥이요, ein Beryl, 아홉째는 der neunte담황홍기요, ein Topas, 열째는 der zehnte ein비치옥이요, Chrysopras, 열한째는 der elfte참옥이요, ein Hyazinth, 열두째는 der자정이라. zwölfte ein그 Amethyst. 열두 문은 열두 Und die zwölf진주요, Tore waren 문마다 zwölf한 Perlen.진주요, Je eines der성의 Tore길은 war aus 맑은 einer유리 Perle 같은 und die정금이요. Straße der Stadt 네, reines Gold wie durchsichtiges 읽으셨습니다. Glas. 자, Ja, gut 이제 gelesen.그 거룩한 성새 So, 예루살렘의 모습을 jetzt 보니까 sehen wir die그 Gestalt von dieser거룩한 heiligen성새 Stadt in Neuen예루살렘이 Jerusalem. Und da sehen wir diese지금 heilige그 Stadt aus Neuen귀한 Jerusalem. 벽옥과 Die ist aus또der수정받지 kostbarem말고 Jaspisstein. 귀한 보석과 같더라라고 기록이 되어 Und있습니다. so klar wie Kristall Kristall aus 읽으신 내용 kostbaren속에 Edelsteinen. 여러 가지 보석들이 Steht등장을 geschrieben. 합니다. So, bei dem, was Sie gelesen haben, kommen dann auch 그런데 verschiedene이 Arten von모습을 Edelsteinen보면서 vor. 많은 사람들은 Aber ja, 천국에 wenn man가면 jetzt diese금이 Gestalt sieht, dann있고 sagen viele Menschen,금이 wow,있고 wenn많은 man ins보석이 Himmelreich있구나. geht, dann gibt es da 그래서 천국 viel가면 Gold und보석으로 viele된내 Edelsteine. Das금이 heißt,있겠구나. wenn man이렇게들 ins Himmelreich geht, dann생각을 gibt es ein했습니다. großes Haus für그러나 mich, das aus그 Edelsteinen영계의 besteht, so denkt man.천국은요, Aber 영들로 dieses이루어진 Himmelreich der존재요, geistigen Welt, 영들의 es ist나라입니다. eine Organisation, die aus Geistern그러면 besteht, ein절대 Reich von어떤 Geistern.이런 돌로 Wenn man된 dahin geht, dann ist es보석은 auf keinen없는 Fall, dass것입니다. man da irgendwelche Steine그것은 findet, irgendwelche비유였던 Juwelen,것이었고요. sondern das그래서 waren lediglich이제 Gleichnisse. 하늘에서 내려오는 거룩한 성 Das heißt,새 diese heilige Stadt aus예루살렘은 Jerusalem, die jetzt바로 aus dem Himmel herabkommt,하나님과 das ist nichts anderes예수님과 als열두 die사도와 Organisation von그리고 Gott, Jesus,순교한 den zwölf영들의 Aposteln und조직체입니다. auch den Geistern der Märtyrer. 영들의 조직체라고 하는 Es것을 ist꼭 eine제발 Organisation von기억해 Geistern.주셨으면 Das bitte좋겠습니다. unbedingt, unbedingt merken. 이어서요. 다음 이제 schauen wir weiter. 지금 방금 So, 읽으셨던 jetzt그 내용 haben속에 Sie gerade그ja gelesen, 모습을 in 하나의 diesen Inhalten,그림으로 wie diese보여드립니다. Gestalt aussieht. Das wird jetzt 보니까요. hier Ihnen anhand von 열두 문이 einem Bild있습니다. gezeigt. Wenn wir schauen, da gibt es 천국은 zwölf열두 문이 Tore.있어요. 그런데 Das Himmelreich그 hat열두 zwölf문은 Tore, aber 바로 열두 diese zwölf지파다라고 Tore기록이 sind되어 eben있어요. die 열두 zwölf지파의 이름이 Stämme, steht기록되었다. geschrieben, oder? Die Namen der 그리고 zwölf Stämme stehen열두 darauf. 문은 Und열두 die zwölf Tore진주나라고 되어 sind있습니다. zwölf Perlen, wurde gesagt. 해서 이제 Das heißt, wir열두 문, haben hier열두 zwölf Tore진주, jetzt, 열두 zwölf지파로 되어 있는 Perlen,것이 zwölf Stämme.천국입니다. Das, was더 daraus besteht, ist나아가서 das이제 Himmelreich. Darüber hinaus 열두 기초석이 sehen wir,있다고 dass es합니다. hier jetzt집을 zwölf지으려면 Grundsteine그 밑에 gibt. 기초석이 Wenn man ein있어야 Haus bauen되는데 möchte, dann muss man열두 unten doch기초석이 Grundsteine있다. 하ben.그래서 그 Das 열두 heißt, ihr habt jetzt 기초석을 zwölf지금 Grundsteine.읽으신 내용 Und diese속에 zwölf다 Grundsteine보셨습니다. sind, wie 그런데 Sie alle gesehen이거를 haben, in dem,진짜 was Sie gerade보석으로 gelesen보시면 안 haben,되고요. 잠언 nicht 16장 wirkliche 16절에 가서 Edelsteine, sondern wenn wir보니까 in Sprüche 16, 결국 Vers 16 하나님의 schauen,진리의 말씀을 sehen wir, dass letzten Endes die Worte der은이다 이렇게 Wahrheit기록한 Gottes mit것이었습니다. Gold und Silber 그래서 이제 bezeichnet,이 열두 verglichen werden.제자는요, 마치 베드로전서 Das heißt,1장 diese zwölf 4절에 Finger예수님께서 sind so wie in 나는 1. Petrus 2, 보배로운 Vers 4 gesagt참돌이다라고 wird, dass말씀하셨어요. Jesus selbst, der이것을 ein한마디로 kostbarer,말하면 lebendiger Stein예수님은 ist,보석이라는 mit겁니다. einem Wort dann,보석은 dass어떻습니까? Jesus also ein Edelstein ist,긴가입니다. oder was ist denn ein값집니다. Edelstein?변치 않습니다. Kostbar, Kasper, teuer, haben es Sie verändert sich nicht. Das heißt, aus Gottes Sicht ist dieser Jesus jemand, der das kostbare Wort der Wahrheit hat, ein wirklich wertvoller Mensch, wie ein Edelstein gewesen. Wenn wir irgendein Kind sehen und das wirklich so liebenswert ist, dann nennt man das eigene Kind doch auch so, oh mein Schatz. Das heißt, so war Jesus selbst auch der kostbare, lebendige Stein. Und in 1. Petrus 2, Vers 5 heißt es, dass auch ihr kostbare Steine seid. Das heißt, letzten Endes haben auch die Jünger ja die Worte der Wahrheit bekommen und somit sind sie auch so Edelsteine geworden. Das heißt, in den Augen von Gott und Jesus, da gibt es in der Welt zwar viele Steine, aber die zwölf Jünger waren Edelsteine. Aber wie war es dann? Sie haben wirklich sich anhören müssen, sie seien eine Sekte, haben Gottes Worte bezeugt und dabei dann auch letztendlich ihr Leben verloren als Märtyrer und sind dann in den Himmel aufgestiegen. Weil doch jetzt diese edelsteingleichen Menschen dann heraufgekommen sind, sind doch aus Gottes Sicht dann diese Edelsteine heraufgekommen, oder? Und wenn wir jetzt also hier schauen, diese zwei Finger, sie sind zu den Grundsteinen geworden, schauen Sie, zu den Grundsteinen. Hier, zu den zwölf Grundsteinen. Darauf wird dann die Stadtmauer aufgebaut, dass jetzt das Reich der geistlichen Welt Gottes geschaffen wird. Und das ist aber ein Gleichnis. Das heißt, Jesus und die zwölf Finger und die Geister der Märtyrer bilden diese Organisation von Geistern und das ist eben das Himmelreich gewesen. So, das heißt, das Ziel, dass das jetzt gezeigt wird, ist was? Da Gottes Reich doch so aufgebaut ist, das kommt doch jetzt was herab. Oder? Das heißt, auch auf dieser Erde, da muss es dann einen Ort geben, wo es dann zwölf Tore, zwölf Perlen, zwölf und wie viele? Zwölf Stämme gibt. Nur dann kann es doch wirklich als Himmelreich bewiesen werden, oder? Das ist
Deiner finale Beweis dafür. Und so gibt es nur in Xinjiang heutzutage 12 Stämme. Und diese 12 Stämme sind dann auch nach den 12 Fingern Jesu benannt. Das heißt, das ist dann der Beweis dafür, dass dieser Ort hier das Himmelreich ist, oder? Und die 12 Perlen, Perlen stehen auch für Worte der Wahrheit, weil das ja auch wieder kostbare Steine sind. Das heißt, in Xinjiang ist es jetzt so, dass aus den 12 Stämmen die Worte der Wahrheit hervorkommen. Und es wurde gesagt, jedes Tor ist eine Perle. Das heißt, auch wenn aus den 12 Stämmen Worte hervorkommen, sind die Perlen, die von dort herauskommen, nicht verschiedene Perlen, sondern eine dieselbe Perle, das ein und dasselbe Wort der Wahrheit. Warum ist das so? Weil eben der verheißene Hirte, der in Offenbarung 10 das Buch zu essen bekommen hat, der wie die Quelle ist, durch diesen verheißenen Hirten, die 12 Stammesleiter letztlich versiegelt worden sind und diese empfangenen offenbarten Worte genauso an die Heiligen weitergeben. Das heißt, das Himmelreich ist 12 Tore, 12 Perlen, 12 Stämme. Die 12 Finger werden zu den 12 Grundsteinen. Dieses Reich der geistlichen Welt kommt also auf diese Erde herab. Das bitte unbedingt merken. So, und diese Gestalt, die wird auch folgendermaßen beschrieben, dieses Himmelreich, es hat dieselbe Höhe, Breite und Länge. Das wird so gesagt. Und der Engel, der hat dann so ein goldenes Rohr, das er mitbringt. So, und mit diesem goldenen Rohr, da misst er jetzt so dieses Himmelreich ab. Und so sehen wir in Offenbarung 21, Vers 17, dass das Maß des Engels, das, also die Länge gemessen wird, das Maß eines Menschen ist. Was bedeutet das? Genauso wie der Engel das jetzt so gemessen hat, so sollst auch du das gerade siehst, dann, wenn du auf der Erde bist, dann das so erschaffen. Das heißt, der Mensch, der das tatsächlich gesehen hat, er kommt dann auf diese Erde herab und genauso erschafft er dann auch die Wirklichkeit von dieser Bedeutung, oder? So, dann jetzt nochmal. Der Engel, er nimmt jetzt dieses goldene Rohr und misst damit so und so und so das Himmelreich. Das heißt, Länge, Höhe, Breite sind gleich. Was ist dann diese heilige Stadt zu Jerusalem? So, das ist das hier. Man schaut zu die Länge und die Breite und die Höhe. Die sind alle gleich. So, also es ist wie ein Würfel und es sind 12.000 Stadien, wurde gesagt, die ganzen Kanten. Und das wird auch wieder genommen als Gestalt des Himmelreichs. Und hier gibt es jetzt diesen Engel, der hat jetzt dieses goldene Rohr und damit misst er gerade. Und da sehen wir jetzt, das hier wird als Himmelreich bezeichnet, aber dieses Himmelreich, es hat dann wieder insgesamt 12, aus denen es besteht. Bitte folgen Sie mir jetzt gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, oder? Dass die Kanten gleich sind, bedeutet ja, dass sie alle gleich lang sind. Das ist dann ein Quader, ein Würfel. Und das beträgt insgesamt dann 12.000 Stadien. Und wie der Engel das misst, das sieht es ein Mensch. Und der das gesehen hat, der erschafft das genauso. Wie auf dieser Erde versiegelte Gottes, das heißt 12 mal 12.000, also 12.000 pro Stamm der 12 Stämme, das heißt insgesamt werden 144.000 Versiegelte dann auf dieser Erde erschaffen. Und das bedeutet eben, dass genauso wie er es gesehen hat, das auf dieser Erde erschaffen wird. Geliebte Pastoren und Theologen und Gemeindemitglieder, wo in der ganzen Welt gibt es 12 Stämme und einen Ort, wo 144.000 Versiegelte erschaffen werden? Egal wo sie schauen, dass wenn sie sich die Augen auswaschen, sie werden außer sich hinter nichts finden. Egal wie sehr ihnen sie dir verhasst sein mag. Das ist der einzige Ort, wo sich das nach den Worten der Bibel erfüllt. Wenn das doch so ist, dann muss man doch einmal zumindest über diese Worte nachdenken und schauen, ist das nicht wirklich der Ort, der sich nach der Bibel erfüllt hat? Ist das nicht Xinjiang? Darüber sollte man mal nachdenken, oder? Genau so, wie es gesehen wurde, ist es nämlich auf dieser Erde erschaffen worden. So erfüllen sich dann auch diese Worte. Dann wollen wir uns jetzt auch die Worte von Vers 22 bis Vers 27 durchlesen. Wir lesen gemeinsam. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Ja, gut gelesen.
So, ab hier werde ich dann Ihnen das auch wieder erklären und dann folgen Sie mir. So, in der Stadt sah ich keinen Tempel, wurde gesagt. Auch hier wieder, es wurde doch alles gerade gesehen. Warum sagt er jetzt, er hat das nicht gesehen? Wir später hinten schauen, da heißt es, Herr Gott, der Allmächtige, und das Lamm sind der Tempel davon. Gott und Jesus selbst sind also der Tempel. Und deswegen wiederhole ich mich zwar, so fleischliches Gold oder Silber, sagt man, dass wenn man ins Himmelreich geht, da gibt es Häuser aus Gold oder aus Silber. So denkt man zwar, aber das ist es nicht, sondern das waren Gleichnisse. Die Edelsteine, die vorkommen, sind dann auch wieder das Wort der Wahrheit und die Menschen, die dieses Wort haben, das ist die Bedeutung davon gewesen, oder? Das heißt, es gibt jetzt hier keinen fleischlichen Tempel, sondern Gott und das Lamm, die werden jetzt zu dem Tempel davon. So, dann sehen wir diese Stadt, die heilige Stadt, ist ein Ort, wo man das Sonnenlicht und das Mondlicht nicht braucht. Die Sonne steht für einen Hirten, der Mond für einen Missionar. Das heißt, man braucht dieses Leuchten von Hirten und Missionaren nicht mehr. Das bedeutet, weil ja Gottes Herrlichkeit selbst im Licht wird und das Lamm die Lampe davon ist. Gott selbst spricht doch. Wozu bräuchte man dann noch das Licht von Hirten und Missionaren? Und in Vers 24, alle Nationen werden in diesem Licht wandeln und die Könige der Erde. So, bei Königen denken wir an 1. Petrus 2, Vers 9. Da sehen wir, da gibt es die Priester wie Könige. Das heißt, die Hirten der Erde, sie bringen jetzt ihre Herrlichkeit. Das bringen sie mit und gehen alle dann zu dieser heiligen Stadt hinein. Wozu brauchen sie da noch eigene Herrlichkeit? Das Allerwichtigste ist doch, dass ich selbst zum Himmelreich gehe, oder? Das heißt, die eigene Herrlichkeit bringen sie mit und gehen da hinein. Und die Tore werden bei Tag nicht geschlossen und dort gibt es keine Nacht. Die Toren der heiligen Stadt, die 12 Tore, diese 12 Tore sind ja 12 Stämme, wurde gesagt. Das heißt, die Stammesleiter von Geist und Fleisch sind stets offen. Und diese heilige Stadt ist ein Ort, wo es keine Nacht gibt, das heißt keine Unwissenheit, wo es kein Wort Gottes gibt. Das kann es dort auf keinen Fall geben, wird hier gesagt. So, und dann in Vers 26, da heißt es, die Menschen, sie bringen die Herrlichkeit und die Ehre der ganzen Nationen mit und gehen in die heilige Stadt hinein. Und Vers 27, egal was, ob jetzt Lügen oder Gräuel, diejenigen, die Lügen tun, die können auf keinen Fall in das Himmelreich hineinkommen. Das ist wichtig. Schauen Sie genau hin. Nur die, welche im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen, können in das Himmelreich hineinkommen. So wurde das gesagt. So, das heißt, man muss dann unbedingt im Buch des Lebens geschrieben stehen, oder? Wissen Sie vielleicht, was die Bedeutung von dem Buch des Lebens ist? Wenn ich nicht weiß, was dieses Buch des Lebens ist, dann wird mein Name dort nicht stehen. Dieses Buch des Lebens müssen Sie wissen, das ist eben das Familienregister des Himmelreichs. Die Menschen, die Leben haben, deren Namen stehen in diesem Buch geschrieben. Und dieses Buch ist eben das Buch des Lebens. Das heißt, die Menschen, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, oder das Leben, sehen wir auch in Johannes 1, Vers 4, ist ja, das, was im Wort Gottes ist, darin ist das Leben, wurde gesagt. Das heißt, derjenige, der das Wort Gottes hat, der zu dem Kind Gottes geworden ist, diejenigen, die dieses Leben haben, das sind dann genau diejenigen, die zur Wirklichkeit der Menschen werden, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. So wie wichtig ist dieses Buch des Lebens, wenn wir schauen, es steht sogar sechsmal geschrieben in Offenbarung 3, Vers 5, Kapitel 13, Vers 8, Kapitel 17, Vers 8, Kapitel 20, Vers 12, Kapitel 20, Vers 15, Kapitel 21, Vers 27. So, aber wenn wir in Kapitel 20, Vers 12 und 15 schauen, da heißt es, wenn man nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, dann wird man teilhaben an dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das heißt, man geht in die Hölle. Das heißt, das Buch des Lebens, das ist nicht etwas, wo es um eine Wahl geht, dass man sagt, ja, schön, wenn es klappt, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, sondern wenn man ein Gläubiger ist, dann muss man unbedingt darin geschrieben stehen. Aber wenn man nicht weiß, was dieses Buch des Lebens ist, dann kann ich auch gar nicht darin geschrieben stehen, oder? Das heißt, die Realität von diesem Buch des Lebens sehen wir dann, ist dann letzten Endes, dann das Gemeinderegister der Gemeinde, die der Überwinder leitet, das, was der Weiß eine Hirte Gottes auf dieser Erde leitet. Das heißt, die 12 Stämme von Jinzhenji, die haben eben ein Gemeinderegister und das ist dann das Familienregister des Himmelreichs. Wenn Sie in Offenbarung 20, Vers 12 schauen, da heißt es, dass Bücher geöffnet sind, die 66 Bücher der Bibel und dann gibt es noch das Buch des Lebens, das geöffnet da liegt. Das heißt, Gott hat dann dieses Buch des Lebens, oder? Aber dieser Gott, sehen wir in Offenbarung 3, Vers 21,
Der ist dann mit dem Überwinder, der ist mit auf dem Thron von Gott und Jesus, wird da gesagt, oder? Deswegen schauen Sie mal. In der rechten Hand Gottes, da ist dann das Buch des Lebens. Es gibt die Bücher und dann noch das Buch des Lebens, wird gesagt. So, das wird jetzt deswegen hier so rechts dann dargestellt. Da ist das Buch des Lebens, aber dieses Buch des Lebens, das Gott hat, wenn wir dann schauen, bei Gott und Jesus ist es ja so, in Offenbarung 3, Vers 21 sehen wir das, dass eben der, der bewindet, mit auf diesem Thron ist, wurde gesagt. Das heißt, weil ja der Thron mit dem Überwinder ist, ist dann auch das Buch des Lebens da, oder? Und so ist es so, wie Sie jetzt hier sehen können. Ja, auf diese Weise, jetzt bei diesem Überwinder dann auch das Buch des Lebens, oder? Das heißt, an dem Ort, den dieser Überwinder leitet, sind ja Gott und Jesus gemeinsam. Das heißt, dieser Ort wird dann zu was? Zum Himmelreich. Und zu diesem Ort zu gehen, bedeutet dann, meinen Namen da geschrieben zu haben. Und der Name dieser Gemeinde, die der Überwinder leitet, ist eben Shincheonji. Das ist dann der Ort, wo mein Name geschrieben stehen muss. Das heißt, das Gemeinderegister von Shincheonji ist eben die Wirklichkeit von dem Buch des Lebens. Und so lassen Sie uns auch schauen, dass wirklich jeder von uns in diesem Buch des Lebens geschrieben steht, dass kein einziger von uns in die Hölle geht, sondern dass wir alle in das Himmelreich gehen können. Das hoffe ich wirklich von ganzem Herzen. So, dann kommen wir zu dem Fazit für heute. Gott ist zu Adams Zeit weggegangen. Nach 6000 langen Jahren kommt er aber auf diese Erde zurück. Das heißt, er erfüllt das Werk der Wiederherstellung. Das heißt, es gibt keinen Tod mehr. Auf dieser Erde wird eine paradiesische Welt erfüllt, wurde gesagt. Dieser Ort ist eben nichts anderes als der neue Himmel und neue Erde, Shincheonji, abgekürzt Shincheonji. Das heißt, wir alle sollten doch in das Reich Gottes kommen und wirklich Gott empfangen und dienen, dass wir in Ewigkeit mit ihm in Ewigkeit gemeinsam leben können, dass wir doch die Qualifikation dafür haben. Was ist denn das Ziel unseres Glaubens? Es gibt doch nichts anderes als das Himmelreich da, oder? Ich liebe doch nicht meinen Glauben, um Geld zu verdienen oder um Ruhm und Macht zu gewinnen. Unsere geliebten Pastoren und auch werte Theologen, Gemeindemitglieder, unser Ziel, wenn das doch das Himmelreich ist, dann sollten wir doch jetzt schauen, wo erfüllt sich denn dieses himmlische Werk und dann auch in dem neuen Himmel und der neuen Erde, Shincheonji, dann auch unseren Glauben leben. Das wäre wirklich schön. Dann als zweites, derjenige, der alle Kapitel der Offenbarung gesehen und gehört hat, ist einzig und allein der von Jesus verheißene Hirte der Verheißung, sprich der neue Johannes. Das ist dann heutzutage der Vorsitzende von Shincheonji, Manhee Lee. So, jedes Mal, wenn wir die Offenbarung uns anschauen, da kommt er vor, ich sah, ich hörte und ich sah. Und so hat er dann an der Seite von Jesus, als ein Kapitel nach dem anderen erfüllt wurde, dann an seiner Seite alles gesehen und gehört. Dieser Mensch, der alles gesehen und gehört hat, der erschafft das genauso, wie er es gesehen hat, so wie wir vorhin gesehen haben, bei der heiligen Stadt, dem Neuen Jerusalem. 12 Tore, 12 Stämme, auf dieser Erde wurde das genauso erschaffen, oder? Und es wurde gesagt, dass auch Höhe und Breite gleich sind. Und Länge, das, und so wurden doch dann auch auf dieser Erde die 145.000 erschaffen, oder? Das heißt, das, was an, genauso wie es gesehen wurde, auf dieser Erde erschaffen wurde, dieser Ort ist letzten Endes dann der Ort, wo die 12 Stämme sind. Shincheonji allein. Wo sonst in der ganzen Welt gibt es denn einen Shincheonji, einen neuen Himmel, eine neue Erde und auch das, was Tempel des Erdes des Zeugnisses genannt wird oder auch einen Ort, wo 145.000 Menschen versiegelt werden. Aber Shincheonji heutzutage ist ebenso erschaffen worden. Er schafft es so, wie man gesehen hat auf dieser Erde, weil eben der verheißene Hirte, der alles gesehen und gehört hat, dort ist. Und das ist eben der Beweis dafür, dass dieser Ort dann das Himmelreich ist, worauf Gott und Jesus dann kommen. Als letztes, als drittes dann, Gott und Jesus erfüllen auf jeden Fall, was sie vorher gesagt haben. In Jesaja 14 wird sogar geschworen, mein Ratschluss, mein Erwägen, das wird auf jeden Fall geschehen und zustande kommen. Das heißt, gemäß der Worte, gemäß der Vorhersagen, tritt auf jeden Fall eine Realität in Erscheinung. Und diese Realität muss man glauben, nur dann geht man nicht in die Hölle. Das wurde in Offenbarung 21, Vers 8 gesagt. Und so sollten wir diese Realität, die heutzutage erscheint, komplett glauben und alle in das Himmelreich gehen. Das wäre wirklich schön. Wenn man an Jesus glaubt, dann muss man an die Worte Jesu glauben, oder? Wenn man an Gott glaubt, dann muss man doch an das Wort Gottes glauben, oder? Gemäß diesen Worten, wenn danach dann auch eine Realität erschienen ist, dann sollte man nicht denken, dass es etwas aus Menschen geschaffen haben. Das heißt, diese 12 Stämme, die heutzutage in Shincheonji erschienen sind, dieses ganze Werk der Realität, das ist nicht ein menschliches Werk, das ist nicht etwas, was von Menschen gemacht wurde, sondern Gott und Jesus haben das verheißen. Und weil die Zeit gekommen ist, ist das auf diese
Erde gekommen in der heutigen Zeit. Und mit einem Hirten wird das jetzt erfüllt. Das heißt, das wird dann zu der Schöpfung von Gott und Jesus. Das heißt, diese ganze Realität, sie gehört Gott und Jesus. Und so lassen wir uns alle miteinander glauben und alle gemeinsam in das Himmelreich eingehen. Dann wollen wir jetzt als letztes, wirklich, weil wir doch alle auf das Himmelreich hoffen und auch darauf hoffen, in das ewige Leben einzugehen, weil wir doch alle dieselben Gläubigen sind, davon bin ich überzeugt. Wir glauben doch an denselben Gott, an denselben Jesus, an dieselbe Bibel. Die schauen wir uns doch an, oder? Und so lassen Sie uns wirklich nicht miteinander streiten, sondern wirklich eins werden. Und das, was wir uns so sehr wünschen, Himmelreich und ewiges Leben, doch alle erlangen. Und so möchte ich jetzt als letztes, da wir in Gott und Jesus eins sind, dann auch von dieser Bedeutung her We are one ausrufen und dafür dann auch diesen Finger dazu heben. So, dann wollen wir das mal gemeinsam machen. Liebe Pastoren und werte Theologen und auch unsere geliebten Heiligen, wir wollen doch alle ins Himmelreich gehen. Lassen Sie uns das so tun. Und wir sind in Gott und Jesus eins, daran glaube ich. Ja. Wir sind in Gott und Jesus eins. We are One. Ja, danke schön. Dann möchte ich jetzt beten und damit abschließen. Heiliger, hochheiliger Vater Gott, heute hast du uns vor dein kostbares Wort versammelt und hast uns kostbare Worte des Lebens hören lassen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Heutzutage ist es jetzt so, dass so wie es im Himmel erfüllt worden ist, auf dieser Erde dann dein Reich Gott erschaffen wird, sodass auf dieser Erde das neue geistliche Israel erschaffen wurde, die 12 Stämme. Und an diesem Ort sind Gott, Jesus auch gekommen. Ihr seid mit uns und es gibt darum auch keinen Tod hier. Eine Welt des Paradieses wird erschaffen, wo es keinen Tod mehr gibt, kein Geschrei, keine Schmerzen. Das hast du gesagt und genauso erfüllst du das auch. Wir alle lieben dich wirklich, Gott, und wir lieben Jesus. Und so wollen wir alle in die Realität gehen, die du, Gott, erfüllst. Lass uns nicht miteinander streiten, sondern alle doch in dem Wort eins werden, dass wir alle Errettung, Himmelreich und ewiges Leben doch dann auch als Erbe empfangen können, dass wir alle solche Gläubigen werden können. Bitte hilf uns dabei. Wir haben jetzt noch Offenbarung 22 ausstehen und noch die letzte Sonderlektion, dass wir doch alle diese Worte bis zum Ende bezeugt bekommen und dass das nicht das Ende ist, sondern dass wir diese Worte noch detaillierter kennenlernen und deinen tiefen Willen Gott lernen, dass wir doch alle solche Gläubigen werden können. Bitte hilf und wirke du dafür. Dass du deine grenzenlose Gnade stets erlaubst, das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Und all diese Worte haben wir im heiligen Namen Jesu glaubend gebetet. Amen. Ja, ich möchte Ihnen von Herzen danken, dass Sie so lange Zeit zugehört haben. Dann wollen wir für heute hier abschließen. So, wer von der Frucht vom Baum des Lebens ist, lebt ewig, wird gesagt. Wer von dem Baum der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen ist, der muss aber sterben, wurde gesagt. Der Baum des Lebens, der trägt jeden Monat 12 verschiedene Früchte, wurde gesagt. Alle Nationen werden durch die Blätter vom Baum des Lebens geheilt. Den Grund dafür wollen wir herausfinden. Liebe Zuhörer, möchten Sie ewiges Leben bekommen oder wollen Sie in die ewige Strafe eingehen? Sind Sie innerhalb der Stadt oder sind Sie Menschen, die außerhalb der Stadt sind? Sind Sie jemand, der die Offenbarung etwas hinzugefügt oder weggenommen hat? Oder sind Sie jemand, der nichts hinzugefügt oder weggenommen hat? Ja, diesen Donnerstag werden Sie dann, so wie Sie gerade in der Vorschau gesehen haben, dann die Worte zur Offenbarung 22 bezeugt bekommen von Yongju Yu, dem Seoul Jakobus Stammesleiter. Offenbarung 22 handelt davon, dass aus dem Thron von Gott und dem Lamm Wasser so klar wie Kristall hervorgeströmt kommt, Wasser des Lebens, und es gibt einen Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt jeden Monat, und es gibt dann einen Boten Jesu, den Jesus für die Gemeinden sendet. Das alles steht da geschrieben. Das sind Inhalte, über die sich viele Menschen auf der ganzen Welt Fragen stellen, und das sind Inhalte, die alle Gläubigen unbedingt kennen müssen. Sehr, sehr wichtige Worte. Von der Uhrzeit her ist es genauso wie heute, vormittags um 10 Uhr findet das statt. Nehmen Sie alle daran teil, dass Sie doch dann Gott die Herrlichkeit darbringen können und auch eine gesegnete, kostbare Familie Gottes werden können. Von der Shincheonji-Kirche Jesu werden auf diese Weise so selbstbewusst diese Worte der Offenbarung bezeugt. Warum ist das möglich? Weil der neue Bund, die Offenbarung und auch die ganzen vier Evangelien, die
Vorhersagen und die Wirklichkeit davon sogar durchdrungen wurden von dem verheißenen Hirten, der hier ist. Wenn Sie abgesehen zu den Worten, zu der Offenbarung, die Sie heute gehört haben, noch Fragen haben zu der Shinchonji-Kirche oder zu der Lehre oder da noch offene Punkte haben, dann können Sie sich melden unter den repräsentativen Nummern, die Sie hier von den jeweiligen Stimmen gerade auf dem Bildschirm sehen können. Wir werden Ihnen wirklich detailliert und freundlich Auskunft geben. Und mit den Erwartungen und der Befürwortung gestärkt ist es so, dass das Shinchonji-Offenbarungsseminar jetzt in der ganzen Welt doch wirklich dann auch im Fokus steht und sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Und so wird auch immer gemeinsam am Ende dann auch dieser Ausruf getätigt, we are one. Wir sind doch wirklich in Gott und Jesus eins, in Frieden, Liebe und Wahrheit. Wollen wir doch alle eine kostbare Familie Gottes werden. Das wünsche ich uns allen. Und das Seminarvideo, das Sie heute gesehen haben, und auch die ganzen Seminarvideos, die Sie vorher gesehen haben, die werden auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Shinchonji-Kirche Jesu hochgeladen. Das heißt, Sie können sich das jederzeit dann anschauen. Dann wollen wir jetzt mit dem Gebet abschließen, das der Herr uns gelehrt hat, und damit dann das ganze Programm für heute abschließen. Wir beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung Gottes Neuer Bund. Unserem Vater Gott, Dank und Herrlichkeit, der uns dieses Shinchonji-Online-Seminar erlaubt hat. Somit wollen wir das Online-Seminar abschließen. Vielen Dank, dass Sie alle mit dabei gewesen sind.